Heute bei Infotime: Kampf dem Müllkönig, die Suche nach dem Friedhof und ein Jump'n'Run mit Herz. Hallo und herzlich willkommen zur New School Edition von Infotime für den November 2020. November, da haben wir wieder einiges für euch vorbereitet. Unter anderem starten wir wieder in eine Runde Livestreams. Ja, also wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, wir machen gelegentlich auch Livestreams, oft zu Retro-Themen. Ja, wir haben ja unseren Retro-Kanal unter youtube.virtualdimension.de. Aber wir machen in den Livestreams auch gelegentlich immer mal PC-Indie-Games. Also schaut da gerne mal rein. Am 28.11. geht's los. Wir machen nämlich Advents-Livestreams immer an den Advents-Samstagen unter twitch.virtualdimension.de. Und aktuell haben wir geplant, am 2. Samstag ist das, glaube ich. Datum habe ich jetzt gerade nicht parat, aber der 2. Advents-Samstag. Da haben wir geplant, uns PC-Indie-Games anzuschauen, und schaut gerne auch bei den anderen Twitch-Streams rein. Auf YouTube gibt es im November die Fortsetzung natürlich von den Serien, die wir gestartet haben, und eine davon, die jetzt ja schon am längsten quasi läuft, seit Anfang September und auch noch ein bisschen weiterlaufen wird, ist unsere aktuelle Co-op-Chaos-Reihe bei Magica 2. Ja, und wenn wir da zu viert unterwegs sind und mit Zauberstrahlen durch die Gegend schießen, da bleibt natürlich, also da ist der Name Programm, und das Chaos bleibt einfach nicht aus. Ja, ich bin tot. Bin tot. Hagen, 4. Hast du es gesehen? Was macht ihr da gerade? 4 drücken, 4 drücken. Puh, weh. Ach, Lukas, schade. Bin jetzt schon wieder tot. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich wiederbelebt wurde. Ja. Ihr könntet mal wiederbeleben. Ja, ich komme hier irgendwie. Jetzt bin ich Matsch. Lukas, Kuh. Nee. Michael, müssen wir wiederbeleben. Nicht draufschießen. Michi, du bist der Letzte. Und nicht beide. 3, 4. 4. Chaotisch und absurd wird's auch. Also, was wird? Ist es ja schon die ganze Zeit ein bisschen bei Donut County. Da spielen wir ja ein gefräßiges Loch. Und jetzt geht es langsam auf den Höhepunkt zu, denn wir müssen nicht nur weiter Sachen fressen, sondern wir bauen unser Loch immer weiter aus, und wir kämpfen gegen den Müllkönig, gegen den Trash King. Wo ist denn jetzt? Wo muss ich hin? Ich hab noch gar nichts gemacht. Wo ist denn? Feuer ihn hoch! Ach, da hinten. Da links. Wo da links? Da, wo der Ballon ist. Ich verstehe. Du musst den hoch zu ihm. Ich sehe den Ballon nicht, muss ich. Oder musst du da drauf? Nee, ich muss da drauf. Ja, das mit dem Hack. Okay, du musst da drunter. In der Mitte. Ah, jetzt. Possum-Hack-Protokoll. Puh. Ich hab's echt nicht gerafft irgendwie. Ich bin ein bisschen. Ja, man muss den Quadcopter hacken. So, jetzt. Hacker. Also Hack da oben. Was muss ich jetzt machen? Vielleicht die Dinger sammeln? Ah. Genau, schieß ihn ab. Puh. Quadcopter fressen. So, und dann nehmen wir die Action ein bisschen zurück, und es wird wieder etwas ruhiger, nicht ungefährlicher unbedingt, aber etwas ruhiger. Wir sind ja gerade dabei, uns in unserer Made in Germany Reihe Endzone anzuschauen, ein Endzeit
Aufbaustrategiespiel und in Endzone, also wir müssen für Überlebende des nuklearen Holocausts müssen wir eine Siedlung aufbauen und sie versorgen. Und wir stellen fest, so Siedler leben halt nicht ewig. Und ein ganz wichtiges Element fehlt uns in unserer Siedlung, nämlich der Friedhof. Ah, du hast einen Friedhof. Ach, das hast du noch nicht bemerkt. Ja, ich war gerade konzentriert hier. Ja, unser zweiter Schneider ist fertig. Mhm. Lustigerweise, der Maschinenbauer hat gestoppt, weil wir haben hier das Produktionslimit. Also du kannst sagen, bis wohin er überhaupt nur produziert. Und dann ist Schluss. Damit er nicht sinnlos Rohstoffe verbaselt. Genau. Und ich habe jetzt aber nochmal um 100 erhöht, weil hier oben so viele Werkzeuge haben wir jetzt auch nicht. Ja. Und im Friedhof habe ich gebaut, ich wollte ihn erst da, aber das passt einfach nicht rein. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Abstand. Ja. Genau. Weil wir haben im Moment 14 Traurige, weil wir nichts begraben können, aber dann hast du hier Priorität gegeben. Ja, es gibt nicht mehr Gebäude, also oh, was ist das da? Ach, das sind die Leichen. Ach, da liegen Leichen rum, okay. Mhm. Ich habe gedacht, sie schmeißen sie da wenigstens ins Trinkwasser oder so. Hagen. Ja, das ist in anderen Kulturen gang und gäbe. So, und Ende des Monats, da schauen wir uns dann noch ein Jump'n'Run an, beziehungsweise wir fangen damit an, uns ein Jump'n'Run anzuschauen. Und zwar ist das ein moderner Klassiker, kann man schon sagen. Ist vor ein paar Jahren schon erschienen und Maren und ich schauen da jetzt mal rein und spielen das zusammen. Es ist eine Geschichte mit Herz, eine sehr schöne, wenn auch ein bisschen traurige Story mit sehr schönem Gameplay, großartiger Musik. Und die Rede ist natürlich von Ori and the Blind Forest. Als die Kraft meines Kindes wich, letzter Atemzug getan war, belebte mein Licht Ori wieder und ein neues Zeitalter begann. So, das war die Vorgeschichte. Puh, schwere Kost irgendwie. Ja. Also ich finde es sehr süß gemacht, aber es ist schon emotional anspruchsvoll. Mhm. So viel für die Videovorschau für den November. Also denkt dran, schaut vorbei bei unserem Twitch-Kanal, twitch.virtualdimension.de. Da machen wir an Adventssamstagen Livestreams. Und ansonsten natürlich auch gerne bei unserem anderen YouTube-Kanal, wo wir jede Menge Videos mit mehr Retro-Fokus haben, youtube.virtualdimension.de. Ja, an der Stelle noch vielen Dank an alle unsere Unterstützer, an alle unsere Abonnenten. Und wir haben ja auch eine Seite bei Patreon. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann könnt ihr uns da gerne unterstützen, wie das viele andere schon tun. Unter patreon.virtualdimension.de würden wir uns sehr freuen. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ad Astra. Thank you.